So, los, wir machen einen Ausflug, lass die Kamera einfach laufen. Viel weniger. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn sehr. Was ist das denn? Alter, guck dir mal. Bauknecht. Gib mir mal Schlüssel, ich bring den rein. Ich mach den sauber richtig. Aber ich will den nicht benutzen in der Küche. Ist mir scheißegal. Den stellen wir auch nicht hin, ja? Immerher. Nee, wirklich nicht. Also das wird total will ich nicht mehr machen. Bauknecht. Mixer. Meine Frau hat es nicht leicht mit mir. Ich bin halt so ein richtiger Ossi. Lampe. Oh. Auch ein Lampe. Oh. Das ist ein kleines. Keine Lampe. Und auch eine große. Eine große Lampe. Das ist noch ein. Das ist noch. Noch eine Uhr. Oh, ein Zwangsfeld. Das ist ein Zwangsfeld hier. Was denn? Na, für euch ist das voll wie Minengebiet. Wieso? Ja, zumindest für Lumen auf alle Fälle. Lumen ist sehr ernst. Warte, ich bin so lang. Ja, warte nu. Du stehst auf zwei verschiedenfarbenen Steinen. Jetzt nicht. Und jetzt ordentlich. Weiter. Nicht schlecht. Sehr elegant. Da brauchen wir eine Weile, bis wir hier durch sind. Ah, Mist. Wie klein eure Teller? Die Pepper war das mein Essen. Das ist mein Burger. Ja, nein, das ist die Kamerasburger. Kamerabürger. Nein, Papa darf ihn ruhig haben. Ich mach Papier noch. Dann mach ich so. Dann gebe ich weiter. Den nicht abbeißen. Den Burger. Nicht abbeißen. Ich dachte, das nicht ab. Nicht. Du meinst, das nicht, kannst nicht, du nicht, verschlucken, nicht. Dann bist du tot. Ach, du mit deinem Tod immer gleich. Gucken wir mal nicht, dass wir mal eh nicht mehr gleich tot sein. Mama, Schwester und ich haben ganz schön gespielt. Ah, du bist Schwester nackig. Was Anu, ist guck doch mal. Das? Anu, guck, was der hat. Nein. Könnt ihr mal eure Sachen festhalten? Das ist Sand. Sie hat sie losgelassen. Danke. Ja. Ja. Oben. Ja, noch mal so. Versteckt. Ja, oben! Das klappt irgendwie. Leute, das gibt's gar nicht mehr. Nee. Das ist ja nicht mehr zu kaufen. Wahrscheinlich rausgefunden, dass die super schädlich sind. Machen sie eine neue Serie oder so. Mmh, lecker Gummibärchen. Strong, stronger, Stronic. Ey, eine Europalette. Sollen wir die Dings mitnehmen? Alex, hier, Alex Paradies. Alles voll mit Palette. Ja, eigentlich macht er nur aus Europa, ne? Naja, aus dem Material, was ihm die Straße so gibt. Eines Tages kamen sie an einen Fluss. Nicht schlecht. Die Geschichte ist spannend. Dort stand eine junge Frau mit wunderschönen Kleidern. Und
einem Schild auf dem Kopf, A und M. Wie heißt A? H und M. Offenbar wollte sie auf die andere Seite, doch da das Wasser sehr tief war, konnte sie den Fluss nicht durchqueren, ohne ihre Kleider zu beschädigen. Was ist denn für ein Fluss? Das ist ja mit Stacheldraht umgegangen. Ohne zu zögern ging einer der Mönche auf die Frau zu, hob sie auf seine Schultern und watete mit ihr durch das Wasser. Anschließend setzten die beiden Mönche ihre Wanderung fort. Nach etwa einer Stunde begann der eine Mönch den anderen zu kritisieren. Du weißt, dass wir keinen nahen Kontakt mit Frauen haben dürfen. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen? Der andere Mensch hörte sich die Vorwürfe ruhig an. Dann antwortete er, ich habe die Frau vor einer Stunde am Fluss abgesetzt. Warum trägst du sie? Numen, ich habe keinen Meißel dabei. Krieg dich da nicht mehr raus so schnell. Der Tommy löffelt mit buddhistischen Weisheiten um sich, die er am Straßenrand gefunden hat. Achtung, Bettler, gekrümmter Bettler auf Krücke mit leerem Kaffeebecher auf 12 Uhr bettelt in Form eines schlechten Spiels auf der Harmonika, die ihrem Wort selbst in dieser Situation nicht gerecht wird. Denn mit Harmonie hat das nichts zu tun. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was, Käthe Kollwitz? Ja. Ja, ne? Ach, da steht's ja. Ja. Das ist der Ort. Okay. Ist schöner Ritt als dieses Auto, wa? Ja, wollen wir nicht rennen. Guck dir das mal an. Ist das ein schönes Auto, oder? Mann, Papa, hältst du das? Das ist ja mein. Ganz im Ernst, ey. Wenn es eine Schönheit gibt auf dem Automobilmarkt, dann das Ding. Schön, oder? Papa, naja, wenn wir mal Multimillionär sind, wa? Ach Mensch. Also ganz ehrlich, wenn man die Wahl hat. Ich zieh mal die neuen Schotter an. Hä? Deswegen ist ja auch die auf der Drehscheibe. Genau. Hast du zugemacht wieder? Blumen.
Na, ist ja ganz klein. Vorsicht, Finger. Ja. Nein, nein, wir sind zu Zufall hier. Okay. Seid ihr Berliner? Ja. Habt ihr euch das mal angeguckt? Genau. Weltrekord sind sie gelaufen. Echt? Wow. Die Männer. Das ist schön bei mir. Wenn du willst, machst du den Kopfschutz wieder auf. Der war nicht so prickelnd, weil sie viele überlegt haben, Stadturlaub umzubuchen in Ostseeurlaub. Ah, okay. Da war deutlich weniger Leute in der Stadt. Das stimmt. Es war sehr heiß in der Stadt. Abgerissen? Ja. Ja, es war eine andere Situation. Ja, ja, klar. Auf den Kopf abgelegt. Ja, erstmal. Soll ich auspacken nochmal? Ohne Papier? So! De facto ist, wir sind wieder zu Hause. Ich habe was gefunden. Und zwar habe ich gefunden buddhistische Weisheiten. Habt ihr ja gesehen. Habe ich schon vorgelesen komplett. Dann habe ich eine wunderschöne, die meine Frau auch sehr schön findet, eine wunderschöne Küchenmaschine gefunden. Also meine Frau ist am Verzweifeln mit mir. Wenn ich so einen Schrott mit nach Hause bringe, aber ihr werdet sehen, die wird wunderhübsch aussehen und so um die 60 Euro bringen. Dann habe ich auf der Straße gefunden. Wenn sie funktioniert, wenn sie nicht funktioniert, von der Straße für die Straße, sage ich nur. Während ich heute 60 Euro ausgegeben habe, locker, mehr so, ja, habe ich die quasi auf der Straße schon wiedergefunden. Das ist halt, tut mir leid, so ist mein Konzept, so sehe ich das. Was sagst du dazu, Marlies? Müll. Hä? Müll. Was Müll? Das Essen war Müll? Nein, das Ditsch war Müll? Nein. War alles Müll? Nein. Na, ist doch gut, dann steht doch da kein Müll. Wenn das uns bezahlt, ist doch alles gut. Oder nicht, oder was, oder wie. So sehe ich das, ganz einfach. So ist das. Ist mir scheißegal. Ich bück mich auch für 15 Cent. Nicht so in der Art zu sehen, ne? Also. Bis später. Guten Morgen. Also. Sagst du guten Morgen? Wie kommst du angerannt hier? Wer kann die anfassen? Ah, komm mal her. So. 740 Abonnenten haben wir. Fantastisch, fantastisch. Ja. Ich kann nur ein Brötchen anfassen. Du willst ein Brötchen anfassen? Ja. Ja, das ist wenig. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Freizeit. Ba. So. Let's go. Das sind neue Socken. Ja. Das sind andere Socken. Ja, das sind neue Socken. Yippie, Auto. Yippie, Pferd. Yippie, anschnallen. Oh Mann, ey. Noch eine Karte für die Kollektion. Ah, ins Lenkrad gebissen.
Und wer hustet da am Fenster? Wird doch wohl nicht der Wolfgang sein. Ja. Das war der Schnellinput vom Wolfgang. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Das war mir ein bisschen zu viel gerade. Hallo? Du löffelst schon? Was soll denn das? Ich warte hier auf dich. Von wegen? Du hast schon keinen Dörrschaum mehr. Er war noch nicht verdorrt, deswegen musste ich ihn essen. Ich wollte sagen, mit dem Livestream, das kommt nicht jeden Sonntag ein Livestream, wollte ich eigentlich nur noch mal sagen. Ja? Also, nicht, dass die Leute. Na, einer hat gewartet. Zumindest. Und ich kümmere mich auch um einzelne Personen. Oh nein. Ja. Aber ihr müsst jetzt nicht extra warten. Ich werde ab und zu mal einen Livestream machen, wenn, also sonntags, das ist einfach auch mein freier Tag und da hatten wir gestern auch noch kurz Besuch, Andrea, und davor habe ich ja 2 Stunden lang Kommentare beantwortet, das habe ich dann lieber mal so gemacht, anstatt das immer so im Livestream zu machen, das artet ja dann manchmal auch aus und dauert dann auch ewig, so habe ich es eben so gemacht. Kommentarbeantwortfunktion benutzt. Ich muss das vorher ansagen. Nein, wenn ich es vorher ansage, brauche ich eine Rundfunk-Sendelizenz, Medienlizenz. Ja? Ja, weil wenn ich das vorher ansage, dann ist es wie ein Programm im Fernsehen, wo denn zu der und der Uhrzeit machen wir einen Livestream. Echt? Ja, und dann brauche ich eine Sendelizenz. Ach, ich habe es vergessen. Von der Landesmedienanstalt ich irgendwas. Noch nie gehört. Ja, ich auch noch nicht, bis letztes Jahr. Jo, los sieht es. Schluck aus dem Kaffee und dann ab. Klatsch. Liebe Leute, guten Morgen, es ist Montagmorgen. Oh Mann, nee. Ich fühle mich, als wäre ich erst gestern hier gewesen, aber... Das ist ganz schön komisch immer. Das ist wirklich überhaupt keine Zeit dazwischen. Ich bin eigentlich fast ausschließlich hier. Und habe fast ausschließlich einen Kaffee in der Hand. Was gibt's zu tun? Das weiß ich nicht genau. Ja, ich komme kurz. Ich muss jetzt genau wissen, was gestern los war. Ich habe kein Wort verstanden am Fenster. Du hast da so gleich losgeblubbert. Ich war so aufgeregt. Ja, warum warst du aufgeregt? Also, ja, kann ich da nicht sagen. Ja, erstens war er. Mit Alex? Ja, erstmal war es vormittags, war es schön ruhig. Bis um 12:30. Ja. So. Dann kam erstmal der Flaschensammler an. Du kennst auch, den kennst du nur, den kannst nee, du. Nee, kenn ich nicht. Nee, der heißt auch Thomas, der holt ein Siegkreuz. Fang mal an. So. Ja. Ich sag, der liegt dir alle aus dem Keller raus, was da drin ist. Hat er mal einen Kretner Porsche gehabt, also von mir da. Oh, Spender morgen, ja, Wolfgang, guck mal hier. Und der liegt wow. Da sagst du, das ist noch was. Und dann liegt der da so rumgetollert bis dahin. Und abends, ach, das ist da und das ist organisiert, sagt er, und das, du musst das machen, ich muss das machen, und ach, wie dick war. Und dann kam Alex da runter, ist da hingegangen, und ist da hingelaufen, und der hängt jetzt los, ach, kannst du mir mal, was machst du nun, ich steh da, ich soll ihm da helfen, am Flohmarkt, ich sag, nee, ich steh mal nicht mit dir dahin, da, wie du da rumhantierst. Ja. Ja. Haben sie ihn mal wohl gefunden, da haben da keine, danach schon viel Geld abgenommen, mal erstmal, absolut, wie du sagtest da. Und aber meinte, kam wie ich da sagte, wieso? Ich sag da nicht. Hä? Ich sag dazu nicht. Jo, nee. Haben sie ihn, und dann ja, kam jener, meinte, wollte ihm doch Geld abnehmen. Wa? Ich hab Verhör. Hast du Verhör? Ja, hier. Mhm. Ich höre euch im Wolfgang aus. Ach so. Ja, und dann weiter? Ja, da hat er sich da hingestellt, da musste er mich weiter mit seinen ganzen Klamotten. Und dann bin ich da, auch, dann hab ich da bei Alex am Moment da geholfen. Dann war ich über 3, 4, ich war mir mal so schlecht.
Ich hab den geheult vor Hunger. Jetzt war schon vier. So, aber geheult vor Hunger? Ja, ich dumm, aber mein, naja, das ist, das meine Nerven waren auch schon am Ende. Mit der und der kommt an und der kommt an, der dann da machen und da machen. Das ist ja da in die Ecke darin. Und dann sagt er abends schon, ich sag mal jetzt, ich geh jetzt nach oben, halb sechs, ich geh jetzt nach oben, und dann, ja, mach mal. Ja. Ich sag, dann, hol mal nochmal hier alle Kinder her, guck aus dem Fenster nach um halb acht, ah, ich hab keine Lust mehr, sagt er. Und wenn man um halb neun klingelt das bei mir und dann ruft er an, da kommst du mit. Wie gesagt, ist das der Friedrichstraße gelaufen, das ist ja die Baustelle, wa? So. Und da ist er zur Baustelle gegangen. Und naja, jedenfalls, da kam er abends noch an, naja. Und da gefehlt bei mir, da kam er angerufen, da ja. Ich mir noch Wasser bringen und Sitz bringen und so, komm ich auch, ich komme nicht mehr mit. Da hat er da Blumen eingepflanzt bei uns da. Ja. Blumenerle geholt, der hat eine Zweierle geholt. Da hat er noch. Moment. Ja, jetzt wird es doch interessant, ganz in Lücke. Hat er noch viel Termine gekriegt, wieder einen Termin noch gekriegt. Ne? Ja, von wem denn? Naja, ja, wird gerade im Moment. Ja, dann schön am Mittag oder was oder wie ich war am Mittag in der Schwammbergstraße 8, kurz vor der Schinkelstraße. Und wer ist das denn? Keine Ahnung, kenn ich das da nicht an. Ich, überall. Ich dachte, du rennst ja wohl zum Tag und Nacht. Ich sag, hat er eine Latte geholt. Freitag Nacht ist auch noch rumgerannt. Die sagen am Samstag auch, der muss wohl. Entweder ist er heute arbeiten oder der ist zu Hause. Denn ich glaube, Andrea, der ist schon richtig sauer. Das kann ich mir schon bald so vorstellen. Was sie selten sind. Genau. Ja. Hallo, eigentlich wollte ich nur fragen, ob ihr Werkzeug habt, damit ich meinen Sattel höher mache. Was brauchst du denn? Das, ich glaube, so ein Maulschlüssel? Ich glaube, das zieht die Schraube ist ziemlich durch, aber das wäre so ein 8. Wahrscheinlich 13er oder so? 13er, ja. Könnte auf jeden Fall. Ja, das könnte. Cool. Ich sage Schluss. Bis jetzt. Jetzt geht's nicht los, bestimmt. Ich esse gerade Fisch, ne? Da muss ich mir irgendeinen Plan machen, weil ich muss die Karten müssen weg. Die muss ich loswerden oder ich muss irgendeinen Platz finden zum Lagern, vielleicht da oben. Hier geradezu, einfach aufschieben. Ja, und dann wird Zeit für ein Essen auf Trach. Das ist eine schöne Armatur. Die ist wirklich toll. Mit einem quietschenden Hahn zum Drehen. Ich hab nichts zu tun, ich fass es nicht. Ich bin einsam. Für die Karten habe ich immer noch nicht gefunden, weil ich die ganze Zeit hin und her laufe und versuche andere Geschäfte zu machen. Es ist 2:30 nachmittags und ich habe noch nichts zu tun. Naja, nun, also jetzt so was Berauschendes ist das jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ein platter Reifen. Diamant, platt. Um den Schlauch zu wechseln, brauche ich einen 15er Schlüssel. Damit löse ich die Achsmuttern. Gleichzeitig. Dann nehme ich das Laufrad aus dem Rahmen, hebe die Kette vom Zahnkranz, jetzt zeigt es hier,
schraube das Ventil ab. Und dann merkt man ja schon Speichenlose und alles so ein Scheiß. Mantel runter. Schlauch raus. Und da haben wir eine Glasscherbe. Wir überprüfen die mich immer noch. Da ist sie. Das wird auch die Ursache gewesen sein. Ein Einschnitt mit steckender Glasscherbe. Perfekt. Habe ich eigentlich schon wieder auf Aufnahme gedrückt? Nee, hat er nicht. Oh, Kotze ab. Ey, warum lasse ich mich einfach rufen, ey? Ich habe immer die Angst, dass das nicht reicht, die Speicherkarte. Jetzt muss ich mich erst dran gewöhnen. Also ich habe den Schlauch jetzt eingebaut. Und ich habe jetzt gerade das Rad hier reingesteckt und da fiel mir ein, scheiß Kamera. So, die Seite vorgeschraubt. Jetzt richten wir hier die Kettenspannung. Zack, so ein bisschen. Den Schrauben richtig fest. Und jetzt nochmal hier richtig fest. So, haben wir. Sehr geil. Fertig. Jetzt schon so ein bisschen im Arsch, aber. Das war mein Arbeitstag. Ja, möchte ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Natürlich nicht. Also, wenn das mein Arbeitstag ist, na, herzlichen Glückwunsch, ey. Was los hier, Nosse? Guter Wetter nicht kommt, aber Mumien können sie prima machen. Mumien, Rouladen mit einer richtigen Mumienladen mit. Ja, deine Mutter? Ja, altägyptische Mumien. Hat sie gemacht so aus altem Fleisch oder was? Nee, die haben so hart. Du musst ja gleich den Platz anbieten. Ja, danke. Ja, danke schön. Nee, hat ja keine Gepäck, denn da drauf oder so. Da hat er gesagt, da hat die Wände immer hochgeschnallt. Und dann sind wir zurück, dass wir nicht alle nicht haben. Ja, Bundesbürger. Ja. Gestern war ja hier was los. Ja, was denn? Die Straße war nicht da. Ja, ich war beim Marathon. Ach so. Und dann war der Flohmarkt. Auch da war er auch. Und hast du dir das alles angeguckt? Ja, auch im großen Teil. Ich hab das gemacht, hab den Fernsehen geguckt, denn dann muss ich mit meiner Mutter weiter am Turm halt. Da kann er ja nicht mehr hin, das ist voll. Da hab ich auch gehabt, naja, ich bin ja nicht mehr. Wenn du fährst, die ganze Bundesstraße reisen jetzt da aus da. Aber naja, so. Man kann alles noch ein bisschen durch den Weg gerannt, die ganze Wochenende, Freitag, Sonntag, bis Sonntag. Ich hab da so viele Baumschäden gemacht, wisst ihr ja. Nee, wirklich nicht? Ja, hier bei uns an der Reihe. So eine Spannmeierstraße zu hier. Ja. Hier ist ein Kleinchen, hier ist ein Kleinchen, hier ist ein Kleinchen, hier ist ein. Na und aus freien Stücken, oder? Ja, aus freien Stücken, ja, so. Das ist der Tank. Nach dem Einzelzweil, der auch mir hat, Paletten holen. Ah, ja. Also auf Paletten, also zwei hintereinander, in der Sumpabühne am 8.2. Sanderstraße rum, Paletten geholt. Ja. Ja. In der Sanderstraße? Ja. Ist ja ein Schlingel, die hab ich mir doch ausgekickt. Ja, was ist da los? Hallo? Ja.
Hä? Achso, hier, ja. Ah ja, der wollte Tag sagen. Dennis, haben wir Tag. Hey. Tag, ja. Wann machst du die Baumscheibe? Hier? Fertig? Also, über die? Nee, die jetzt nicht, oder? Hast du den letzten genommen? Keine mehr? Gar keine mehr? Was? Haben wir noch Peps? Ach so, alles weg. Ich habe gerade in die Kugel der, ich habe in die Kugel der Verwirrung geblickt, deswegen. Die Verwirrung ist, nee, verkaufst du auch Papiertaschentücher? Oder? Alex! Oder? Oh Scheiße, die ganze Zeit schon, fuck, die Bullen, oh Scheiße. Oh Mann, die werden jetzt übelst gefickt, ey. Oh, sieht man auch nicht allen Tagen, ne? Ja, mein Bruder hat auch mit der Polizei zu tun, privat aber. Ist so ein Quatschkopf, ey, so ein Lumpling. Ja. Hey. Ist Copyright drauf. Ja. HWNP Fragezeichen. Kenn ich nicht. Ne? Kenn ich nicht. Ich kenne nur Fahrradsalon ohne Fragezeichen. YouTuber, ne? Fahrradsalon. Ausrufezeichen kenne ich nur. Okay. Ich, Dennis, du bist verwirrt. Das ist mir alles ein bisschen hektisch, ja. Ich, der trägt den ganzen Tag hier seit Tagen. Mann, oh Mann. Du hast gemerkt, in einem Tag, dass ich das so sehr genau kontrolliert habe. Ich konnte gar nicht so genau nachgucken, weil die da standen. Ja. Und dann hat ja, die Kasse stimmt nicht. Ja, also ich habe überall die Abstriche eingetragen. Und auf die Fahrrad. Ich habe die Fahrrad abgeschrieben. Nö. Das sind dann die 20 Euro gegeben halt, ne? Schauen wir nachher nochmal, ja, bitte. Ich habe ein bisschen Angst, dass die nämlich jetzt. Naja, nur ein vernünftiges Geld. Ich passe ja noch vernünftig Geld. Nee, dann nicht. Ja, was ist das vernünftig Geld? Was kosten die Till? So. Jetzt aber. Jetzt mache ich tatsächlich Feierabend. Ich wünsche euch allen eine sehr angenehme Nacht. Was Berauschendes ist heute überhaupt gar nicht passiert. Da pumpt nur jemand wieder falsch. Das ist passiert. Aber das passiert ja hier immer. Der Akku ist leer alle. Also ich verabschiede mich auch. Mein Akku ist nämlich auch leer alle. Wir sehen uns morgen wieder im Salon. Schaltet ein. Bis dann.